Ja. Oh, sehr schön. Da ist noch Stein. Ein großer Vorrat an Stein. Schön finde ich auch die Hintergrundmusik. Passt wunderbar zu dem Spiel. Schön ruhig, entspannt. Hat etwas. Ach, mitten im Feld eingeschlafen, der Arme. Vor Übermüdung gearbeitet. Bis zur Übermüdung. Oh, ich glaube, das dürfte sogar schon, wenn ihr ein Tier mitten durchs Lager rennt, dann ist das sogar schon ein Haustier, wenn ich es mal anklicken könnte. Das bleibt ja nicht stehen. Mein, oh, ist das Ding fiese flink. Das Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ja, es wird wahrscheinlich mein Begleitertier sein. Mein Haustier. Ich hatte in einem Spiel ein Kaninchen als Haustier. Ist immer hier rumgehoppelt. Hat dann auch mit den anderen gegessen, wenn es Hunger hatte. Was ist das? Ah, Fell. Fuchspelz. Da guckt schon nach den Fallen. Der Fuchs da hinten freut sich seines Lebens. Hier haben wir noch die drei. Okay. So, wenn die Steine da geholt sind, dann werde ich mit dem Ausbau mal gleich weitermachen. Ja, das ist der Begleiter von ihm. Wer ist denn das? Ein Arbeiter, der hat ein Haustier, ein Eichhörnchen als Haustier, ist ja schick. Vielleicht nicht ganz, was ist ein Mini-Waschbär? Ich glaube, es soll ein Eichhörnchen sein. Ich bin mir jetzt überhaupt komplett unsicher. Springendes Etwas. Hat auf jeden Fall was ganz Knuffiges. So, das nehmen wir mal später. So, er schaut auch nach, da kommen schon die nächsten Früchte. Da kann ich mit dem Hausbau hier weitermachen. Das nächste Design. Ich brauche nämlich eine Mauer. Die Mauer baue ich aus Holz. Ich ziehe mal die Mauer jetzt. Man kann die Mauer einzeln ziehen. Oder sie komplett hochziehen lassen. Ja, was mache ich mal eher so. Zack. Und kann dann da später auch eine Tür hinmauern. Ich glaube, ich werde das erstmal probieren mit der Tür gleich. Ja. Esst ihr erstmal, ihr Halunken. So. Oh, Start Building. So, schade, war da auch nichts drin, ne? Hm, ich hoffe mal, das Feld wird bald ertragreich. Ich brauche nämlich ganz dringend Nahrung. Mach du mal hinne. Die Radieschen sollen auf jeden Fall ganz schnell wachsen. Das ist praktisch, das finde ich gut. Da habe ich auch rechtzügig und hoffentlich Nahrung. Oh, und das finde ich sehr gut. Ich habe ja schon wieder 6 weitere Beeren. Du kannst laufen, die beiden schaffen das ja schon mal alleine. Das Holz müsste für die Mauern reichen. Zum Glück habe ich genügend Vorräte in der Nähe. Man kann, um diese Höhenunterschiede zu überbrücken, auch Leitern bauen. Und da dran setzen. Das habe ich... Ja, Pet Squirrel, gut. Das habe ich einmal probiert, allerdings wurde die da nur... ja... durchscheinend angezeigt und wurde noch nicht richtig gebaut. Also sie wurde... Ein Platzhalter wurde eingefügt und gebaut wurde sie allerdings nicht. Vielleicht war es aber wieder nur einfach ein Bug. Das ist ja jetzt nichts Tragisches. Allein schon, was hier für die Alpha funktioniert, finde ich schon echt super. Und macht schon ordentlich Fun. Erinnert ein bisschen an Cube World. Habe ich allerdings nie gespielt, Cube World. Habe aber mal so die Let's Plays von Gronkh und Sarazza geschaut. Hatte was. So, dann bauen die Arbeiter selbstständig erst Gerüst nach oben. Mit Leiter, damit sie auch hochkommen. Sehr vorausschauend.
Das Eichhörnchen möchte auch mitmachen. So, ich beschleunige jetzt mal ein bisschen. Das Spielgeschehen kann man nämlich auch mal, man kann pausieren. Normale Geschwindigkeit machen oder das Ganze auch beschleunigen. Wenn man ein bisschen ungeduldig ist, wie ich gerade schon ein paar Mal erlebt hat. Das finde ich ganz gut, dass sie diesen Modus eingespielt haben, dass man wirklich sagt, so, die bauen jetzt erstmal, ich habe gerade nichts zu tun, also komm, Geschwindigkeit, erhöhe dich, auf zur Transwarp-Geschwindigkeit. Naja, vielleicht fast. Sehr schön. So, wenn das meine kleinen, das wird dann mein kleines Lagerhaus. Und wenn das dann fertig ist. Oh, die Nacht bricht ein. Werde ich mich auf jeden Fall nochmal an Wohnhäuser machen, sodass jeder von denen schlafen kann. Ein paar Betten werde ich dann auch bauen. Er patrouilliert noch da, das ist gut. Gerade auf normal. Baskets of Berries in exchange for one mean beds. Ja, kriegst du gerne. Dann habe ich wieder ein zweites Bett. Finde ich auch praktisch. Zack. Stellen wir dich gleich mal dazu. So, zwei Betten habe ich schon. Die muss ich gar nicht mehr deichseln. Das ist gut. So, das überfällige Material wieder mit runtergeholt und dann wieder auf den Stapel gelegt. Als nächstes bräuchte ich gerne jetzt mal eine Holztür. Was ist das? Ein Tor. Wundor. Baue ich mal. Dann baut er noch fleißig weiter. Die Tür ist gleich fertig. Zack. Habe ich das gar nicht geregelt? Lass ich mal kurz gucken. Oh! Constructions! Ja, dann natürlich hier rein. Mein Fehler. So, der scheint müde zu sein. Der legt sich gleich schlafen. Der Herr auch. Auf in die Betten. Ausgeruhte Arbeiter schlafen besser. Und was ich gerne noch hätte, ist auf jeden Fall eine Wall-Mounted, eine Gartenlaterne. Machen wir ruhig nochmal eine dazu. Zwei. Ich möchte ein bisschen Licht in die Sache bringen, sei es nun die... Ah! Oh! Ich werde schon von einem Goblin angegriffen. Und er ist tot. Meine Gesundheit hat sich regeneriert. Hat mich auch gar nicht so oft getroffen. Ich habe, glaube ich, nur ein Viertel der Herzen verloren. Hat so ein bisschen Zelda-Charme. Da hat man auch immer einen Teil der Herzen verloren. So, und jetzt kommt das, was ich... auf das ich sehr gespannt bin. Wie schaffe ich es jetzt da... Wo sind die... die Tür einzubauen. Oder funktioniert das jetzt mit der Tür? Das teste ich jetzt einfach mal. So. Ich hätte gern eine Tür und die Tür hätte ich gerne hier. So, dann bauen sie nämlich da wieder ein Gerüst. Warum sie jetzt ein Gerüst bauen, weiß ich nicht. Vielleicht brauchen sie es jetzt, um eine Tür reinzusetzen. Das haben wir letztes Mal auch gemacht und dann haben sie aber nichts mehr gemacht. Dann wurde das Gerüst hochgebaut und das war es dann. Aber mit ein bisschen schutzig gemacht. Allerdings hätte ich jetzt gern die Gartenlaterne hier. Und die Gartenlaterne hätte ich gerne hier. Ich brauche einfach mal ein bisschen Licht. Zack. Und wenn es auch nur ein kleines Licht ist, Hauptsache man sieht ein bisschen was. Ah, die Materialien haben sie schon mitgenommen. Da haben sie auch schon angefangen hier ein bisschen. Wie ihr seht, zack, zack, zack. Wurde auch schon rausgebaut. Ein kleines Loch reingesetzt sozusagen. Und die Materialien, die sie dann entfernt haben, entnommen haben, werden dann auch dahin gebracht. Nimmt jetzt Materialien mit. Und bauen das Gerüst weiter hoch. Ich verstehe es nicht, warum sie das Gerüst weiter hochbauen, wenn sie nur eine Tür reinsetzen möchten. Ich weiß es wirklich nicht.
So, das scheint es jetzt gewesen zu sein anscheinend. Hm. Toll. Ihr sollt eine Tür bauen, ihr Vögel. Ihr Scherzkeks, was ist denn mit der Tür? Da ist keine Tür drinne. Hallo, baut die Tür. Wie gibt's denn das? Ah. Weil das wird es wahrscheinlich nicht bringen, die Tür dahin zu setzen, weil man da nicht reinkommt. Nee. Ich verstehe ja, das funktioniert wohl dann wirklich noch gar nicht. So, dann möchte ich auch wieder wegmachen. Nein, jetzt habe ich die dahin. Ich will. Ah. Neuer Versuch, neues Glück. Bauen wir hier ein Dings hin. So. Da kommen sie aber schon wieder damit an. Und bauen da ein Gerüst hin. Ich verstehe es nicht. Und fangen auch nicht an weiterzubauen. Es ist wirklich noch. Puh, da brauche ich da bestimmt das Werkzeug für. Mal gucken. Das sind Möbel. Schilder. Nee. Nein. Die Spindel. Da brauche ich noch Fiber Resource. Aber sie wollen mir partout nicht die Tür bauen. Dann muss ich das mal anders machen. Kann man denn diese Hauswand wieder einreißen? Scheint nicht. Ah, sieht schon besser aus da. Sie haben jetzt schon ein bisschen weitergearbeitet. Hey. Wäre toll, wenn ihr es noch zu Ende bauen könnt. Die Tür ist ja jetzt mal fast fertig. Tür. Hier. Jetzt. Ich hätte hier gerne eine Tür, klar. Aber sie machen nichts. Hm. Naja, mal schauen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.